Früh um 5 Uhr geht es los ins Gebirge, genauer gesagt ins Elbsandsteingebirge. Wir haben uns vorgenommen, eine Familie mit Kindern und Jugendlichen zum Klettern mitzunehmen, um ihnen eine einzigartige Natur von den Gipfeln aus sicher erleben zu lassen. Die notwendigen Kenntnisse und Sicherheitsübungen haben wir in der Outstation über mehrere Wochen bereits vermittelt, demnach kann es nur eine wunderschöne Expedition werden. Nach einer dreistündigen Autofahrt kommen wir im Klettergebiet an und müssen erst einmal aufsteigen, weil wir in den oberen gelegenen Höhlen ganz nah am Busen der Natur übernachten wollen. Es entwickelt sich bei den Teilnehmern so langsam ein gewisses Selbstversorgergefühl, weil sämtliche Lebensmittel und Trinkwasser für 3 Tage mitgeführt werden müssen. Inklusive dem Kletterequipment wie den Seilen, Karabinern, Gurten und Wechselklamotten wiegen manche Rucksäcke der Erwachsenen schon an die 30 Kilo. Kleine holprige Pfade entdecken, die Höhe fühlen, Abseil- und Technikübungen, die den Teilnehmern ja nur aus der Halle bekannt sind, werden nun am Abgrund geprobt, der hier ca. 80 Meter tief ist. Wie erwartet fangen die ersten Teilnehmer bereits an, zitternd zu überlegen, ob sie hier überhaupt richtig sind. Denn die erste Tour geht über Schluchten und selbstgebaute Klettersteige. Wie erwartet steigen dann doch alle in der erlernten doppelten Eigensicherung die erste Etappe in die sanfte Schlucht herab. Denn falls jemand einen Fehler machen sollte, würde das Sicherungssystem automatisch blockieren. Angst bei Anfängern wie Kindern und auch bei Erwachsenen kann immer zu unvorhergesehenen Reaktionen führen. Auch muss mit lockerem Gestein gerechnet werden. Kreative Gruppenleiter erkunden in den Teilnehmerpausen gerne Neuland. Wege, die scheinbar noch niemand gegangen ist, Querungen, diagonale Klettersteige errichten, die zu keinem Gipfelbuch führen, aber die gesamte Feldspitze umrunden und dann einwickeln. Wir hatten so viel Spaß, dass uns dann doch noch einige Teilnehmer folgten und die Umrundung wagten. Das abschüssige Felsband, unsere Schlafstätte, erkennt man von hier oben sehr gut. Die Lebensmittelvorräte sind in Tüten an Stöcken im Fels befestigt, um hoffentlich von den reichlich vorhandenen, niedlichen kleinen Nagern verschont zu werden. Gerade auch in der Nacht ist diese Technik gegen die Bilche zu empfehlen. Weiter geht es auf und ab bei der Felsumrundung und unsere Abenteuergruppe wird immer mutiger. Fast alle kommen auf der anderen Seite des schmalen Felsvorsprungs an, wenige kehrten um oder warteten an der gut gesicherten Zwischenstation. Von hier achten wir uns als nächstes in einer 2-Seillängen-Tour, ca. 50 Meter, auf den letzten großen Felsabsatz herunter.
In der Mitte wartet ein Expeditionsleiter auf die Teilnehmer, um beim Umsichern zu helfen und auch, um etwaige Fehler zu vermeiden. Denn das obere Seil endet hier in nichts. Wie man sieht, geht es allen mittlerweile auch mit Gepäck gut von der Hand. Das Selbstvertrauen ist enorm gestiegen. Zurück in unserer Höhle wird gekocht, jeder tauscht mit jedem, so haben wir alle ein ausgiebiges, leckeres Abendessen. Ebenso verfahren wir beim Frühstück auf den Natursternbänken und dem einzigartigen Blick über das Tal in der Morgensonne. Danach heißt es, Material zusammenstellen, denn heute werden einige Teilnehmer erste Vorstiegstouren mit Knotenschlingen an dafür geeigneten Felsen selber legen. Gruppenleiter steigt nebenbei eine Sechser-Tour, um am Gipfelbuch die Neulinge zu empfangen, die auch von unten parallel beaufsichtigt lernen, jeden Meter eine brauchbare Sicherung zu legen. Das braucht erfahrungsgemäß etwas mehr Zeit, obwohl der Schwierigkeitsgrad hier mit einer 2 bewertet werden kann und die Tour kaum länger als 15 Meter ist. Im Sandstein existieren keine Bohrhaken, wie sie von anderen Klettergebieten bekannt sind. Daher wird hier die besonders behutsame Methode diverser Knotenschlingen für Zwischensicherung und Kräftedreiecke angewendet. Auch sollte der Übungsleiter die Grenzen seiner Teilnehmer gut einschätzen können, um einen gefahrlosen Ablauf einer derartigen Übung gewährleisten zu können. Gedankt wird dies einem mit überglücklichen Teilnehmern, die bis dato nie geglaubt hätten, derartige Unternehmungen einmal selbst durchzuführen. Anschließend geht es um das Klettern am persönlichen Limit, hier für einige schon bis zum 7. und 8. Grad. Hierbei werden Sicherungspunkte mit 2 Karabinern eingerichtet, die ein leichtes Umlenken des Seiles ermöglichen. Durch das sogenannte Top-Rope-Klettern können sehr schwierige, selten begangene, gefährliche Touren gefahrlos probiert und ausgiebig genossen werden. Persönlichkeiten, die ihr Selbstwertgefühl nur über das leistungsorientierte Klettern definieren, sind für Teilnehmer gefährlich und bei uns nicht erwünscht. Wir sind eher ein ruhiges Team gemischten Alters, welches das Sicherheitshandling über alles stellt und den Bergsport als Bereicherung für die Seele sieht.